Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Was ein Bundeshaushalt 356,8 Milliarden Euro, über die wir hier entscheiden, was für eine wirtschaftliche Lage, in der wir sind. Rekordzahlen bei der Beschäftigung, prosperierende, dynamisch wachsende Staatseinnahmen, volle Sozialkassen, niedrige Zinsen. Was für eine außergewöhnliche ökonomische Situation, die sich mutmaßlich in dieser Form alleine aufgrund des demografischen Wandels kein zweites Mal wiederholen wird. Und in dieser Situation rühmt sich die Koalition, der Bundesfinanzminister gestern, die Bundeskanzlerin heute, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden, dass eine schwarze oder ich sage besser, dass eine rote Null erreicht wird. Nachhaltige Haushaltspolitik haben Sie falsch verstanden und unsere Verfassung auch. Es gibt keine Pflicht, alles Geld auch wirklich auszugeben. Das ist nicht verantwortliche Finanzpolitik. Es muss auch eine gestaltende Finanzpolitik geben, die die Möglichkeiten für Investitionen und vor allen Dingen für Entlastungen nutzt, wenn sie gegeben sind. Die Weltlage ändert sich. Die Weltlage ändert sich. Das wissen wir alle. Die Frau Bundeskanzlerin hat hier eben ja über einige Impressionen gesprochen. Brexit. Die Bundesregierung bereitet sich auf einen harten Brexit vor, entnehmen wir den Medien, leider nicht den Antworten auf große Anfragen der FDP-Bundestagsfraktion. Wir haben immer noch einen schwelenden Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten. Nicht überall sind wir technologisch spitze. Ich könnte die Liste weiter fortsetzen. Die Weltlage ändert sich, und die Grundlagen für unseren zukünftigen Wohlstand werden heute gelegt. Durch erstens die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wäre das möglich, durch zweitens Anstrengungen bei Bildung und Forschung, drittens bei der Digitalisierung wirklich Tempo zu machen, viertens für eine flexible Form sozialer Absicherung, die auf Dauer finanzierbar ist, und fünftens einen gestaltenden Schritt in ein Jahrzehnt der Erneuerung Europas. Niemals wäre es leichter, dass sich unser Land neu erfindet. Nichts aber passiert. Es wäre möglich, dass der Soli ab 2020 entfällt, wenn jetzt auf das Baukindergeld und andere Subventionen verzichtet wird. Es wäre möglich, alte Schulden zu tilgen und das Risiko steigender Zinsen zu minimieren, wenn jetzt nicht benötigte Rücklagen und Sondervermögen aufgelöst werden. Es wäre möglich, in Digitalisierung, Forschung und Bildung zu investieren, wenn unnötige Staatsbeteiligungen wie an der Telekom schrittweise aufgelöst würden. Wir haben das alles vorgerechnet. Das, was Sie vorgelegt haben, das ist ein Haushalt der verpassten Chance. Eigentlich muss man schärfer sagen, es ist ein Haushalt der fahrlässig verweigerten Gestaltung, meine Damen und Herren. Im nächsten Jahr werden wir bei Steuern und Abgaben Vize-Weltmeister sein. Beim Fußball sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Umgekehrt wäre besser gewesen, und mindestens für eins davon tragen Sie politische Verantwortung. So. Und im Grunde könnte man jetzt über alles noch im Detail weitersprechen. Über die ganzen Punkte, die könnte man alle vertiefen. Aber es macht de facto keinen Sinn, weil wir hier schon wieder ausschließlich über Migration sprechen. Ich glaube, dass die Menschen im Land dafür auch kein Verständnis haben, wie hier argumentiert, wie hier debattiert wird. Ich glaube, dass wir eine Chance verspielen, auch für die politische Auseinandersetzung, wenn wir uns nur beschäftigen mit den ritualisierten Empörungen der AfD und auch der ritualisierten Antwort darauf. Da haben die Menschen im Land kein Verständnis. Wir reden wieder nur über Migration. Die letzte Haushaltsberatung. Es geht um Migration. Und Herr Gauland, Sie fragen ja, was gefährdet den inneren Frieden in unserem Land? Diese Frage nehme ich gerne auf. Natürlich ist der innere Frieden in unserem Land bedroht. Ich bestreite nicht, dass es manche gibt, die auf dem linken Auge blind sind. Ich denke an die G20-Krawalle bei Olaf Scholz in Hamburg. Ich halte es im Übrigen auch nicht für klug,
dass Bündnis 90 Die Grünen in Nordrhein-Westfalen ihren Parteitag auf dem Widerstandsacker auch der Autonomen beim Hambacher Forst abhalten. Das trägt nicht zur Deeskalation bei. Also es gibt manche, die sind auf dem linken Auge blind, aber sie sind auf dem rechten Auge blind. Sie wollen Probleme nicht lösen, sondern sie wollen aus Problemen politisches Kapital schlagen. Sie wollen nicht Politik verändern, sondern sie stellen die Legitimation unseres demokratischen Systems infrage und die Gewalttaten in Chemnitz und Köthen. Das ist kein Anlass für einen Rechtsruck in unserem Land, sondern für die Stärkung des Rechtsstaats. Das haben Sie nicht verstanden. So, selbstverständlich haben wir ein Rumoren in der Gesellschaft. Davor kann man doch überhaupt nicht die Augen verschließen. Das kriegen wir doch alle mit. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, bekommt doch mit, welches Rumoren es in der Gesellschaft gibt. In den Parteien ja. Die Sammlungsbewegung von Frau Wagenknecht, warum gibt es die denn? Weil sie der internationalistisch aufgestellten Linke nicht mehr vertraut und jetzt eine Art linken Populismus will, wie wir ihn in Italien beispielsweise im Süden auch gesehen haben. Also in den Parteien rumort es doch. Es kann niemand leugnen, dass es ein Problem ist. Nur, was trägt die Regierung dazu bei, dieses Problem auch tatsächlich zu lösen? Wir diskutieren über die Aussagen eines Behördenleiters. Wir diskutieren über die Aussagen hier eines Behördenleiters. Ich frage mich, in einer solchen sensiblen Situation, wieso gestattet der Bundesinnenminister einem Behördenleiter überhaupt Interviews zu geben, die er nicht vorher autorisiert? Und dann lese ich heute Morgen auf der dpa, dass Herr Seehofer sagt, Ich spreche jedenfalls mit der Bundeskanzlerin weitaus häufiger als mit Herrn Maaßen. Das beruhigt uns nicht. Das ist ein merkwürdiges Amtsverständnis, Herr Bundesinnenminister, dass Sie mit den Behördenleitern in Ihrem Zuständigkeitsbereich in dieser Situation nicht einen engen und intensiven Austausch pflegen. Nebenkriegsschauplätze beschäftigen uns. Die Regierung führt in dieser Zeit nicht. Sie taumelt den Ereignissen hinterher und stolpert über die eigene Füße. Und das schafft nicht ein Klima des Vertrauens. Herr Seehofer, Sie haben davon gesprochen, Migration sei die Mutter aller Probleme. So sprach Saddam Hussein. Und der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Armin Laschet, sagt, das sei Saddam Hussein-Sprache, die Sie verwenden. Wichtiger als die Stilkritik ist mir aber die Substanz dessen, was Sie gesagt haben. Ich halte es sachlich für verantwortungslos, wenn Sie pauschal Migration zu einem Problem erklären. Wie viele Beamtinnen und Beamte, Herr Seehofer, bei der bayerischen Polizei oder bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr haben einen Migrationshintergrund? Wie viele Millionen Menschen in Deutschland haben den deutschen Pass und einen Migrationshintergrund? Was sagt Ihnen das, Herr Seehofer? Was sagt Ihnen das, Herr Seehofer? Wenn die Polizei in Niedersachsen, gestern eine Resolution verabschiedet und Ihnen Zurückhaltung bei der Wortwahl empfiehlt, denn viele der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Migrationshintergrund fühlen sich durch sie stigmatisiert und diskriminiert, so heißt es in der Resolution der niedersächsischen Polizei. Herr Seehofer, nicht Migration ist das Problem. Das Problem ist das Management der Migration, für das Ihre Partei auch Mitverantwortung trägt, seit 5 Jahren Mitverantwortung trägt. Und was ist von Ihnen vom Zaun gebrochenen Regierungskrise übrig geblieben? Rückführungsabkommen mit Italien und Spanien, die Sie selbst als wirkungslos erklärt haben. Die Bundeskanzlerin hat vor der Sommerpause hier gesprochen über den mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächter Sami A. und dessen Abschiebung gefordert, wie Sie. Und dann ist die schwarz-gelbe nordrhein-westfälische Landesregierung von der Bundesregierung im Stich gelassen worden, weil sie in Tunis die notwendigen Zusicherungen nicht erwirkt haben, damit Gerichte auch rechtssicher diese Abschiebung bestätigen können. Jetzt gibt es hier Vorschläge für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz.
Aber auch das ist doch nebulös und enthält eben nicht den notwendigen Paradigmenwechsel, den wir brauchen, beispielsweise durch ein Punktesystem. Die Grünen blockieren im Bundesrat immer noch die Eingruppierung sicherer Herkunftsländer im Maghreb-Raum, obwohl sie doch wissen rechtlich, dass bei individueller Verfolgung selbstverständlich der Asylschutz in Deutschland gegeben werden könnte, selbst wenn das sichere Herkunftsländer sind. Wir dürfen uns doch nicht wundern, dass das Klima in unserem Land aufgeheizt ist, wenn die Politik parteiübergreifend nicht in der Lage ist, gemeinsam Probleme zu lösen. Und deshalb will ich das gerne hier erneuern, damit wir eben über die anderen Fragen auch sprechen. Warum verbinden sich die staatstragenden Parteien der Mitte nicht? Bund und Länder und Gemeinden. Also, Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen, und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Doch unglaublich. Ich finde das empörend, Herr Hofreiter. Ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil wir nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen, diese Kleinteiligkeit? Wenn Sie... Herr Hofreiter, ich lasse jetzt gar nichts sagen. Legen Sie doch mal öffentlich dar aus den Jamaika-Gesprächen, wenn Sie darauf zurückkommen. Legen Sie mal dar, wären Sie da bereit gewesen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie. Das ist doch genau das Problem. Wir lösen die Probleme nicht, und dazu fordere ich uns auf. Bundestag, Bundesrat, lasst uns einen Einwanderungs- und Integrationskonsens finden. Das wäre das Mittel, um die da klein zu machen. Jedenfalls, wie Sie das versuchen, wird es nicht gelingen. Da fordert Herr Scholz eine Rentengarantie bis 2040, die kein Mensch bezahlen kann. Und Sie wollen diese Rentengarantie, damit es in Deutschland keinen Trump gibt. Das heißt, mit sozialer Absicherung, mit sozialen Leistungen Populismus bekämpfen. Das Konzept wird nicht funktionieren. Das Beispiel Schweden vom Wochenende sollte Sie eines Besseren belehrt haben. Und glauben Sie mal eins, so ehrenwert das Motiv ist, die Spaltung zwischen Arm und Reich zu bekämpfen, und so richtig es ist, zielgerichtet gegen Altersarmut vorzugehen, die Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die für Abschottung sind und für Offenheit, die Spaltung der Gesellschaft auch in Arm und Reich. Eine solche Spaltung bekämpft man nicht, indem man eine neue Spaltung einführt, nämlich die inzwischen Jung und Alt. Und das ist genau Gegenstand Ihrer Politik. Und das, was Sie schon beschlossen haben, die Mitte der Gesellschaft, da sprechen Sie, auch Sie, Frau Bundeskanzlerin, hier von Entlastung. Arbeitslosenversicherungsbeitrag runter, Pflegeversicherungsbeitrag rauf, Rentenversicherungsbeitrag kann nicht sinken, sondern muss steigen. Und dann sprechen Sie gegenüber den Menschen, auch übrigens den Mindestlohnbeziehern, da sprechen Sie von Entlastung. Die Menschen haben doch das Gefühl, dass die Lebenswirklichkeit der arbeitenden Mitte von Millionen Menschen hier im Deutschen Bundestag gar nicht ankommt, wenn wir in dieser Weise sprechen. Also eine wirkliche Entlastung ist nötig und möglich. Der Mietenstopp. Auch so ein, ich finde, untauglicher Versuch, zu glauben, man könne mit Populismus gegen Populismus arbeiten. Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium sagt, Mietpreisbremse funktioniert nicht. Wir brauchen marktwirtschaftliche Anreize, Investitionen, sinkende Baukosten, mehr Bauland. Richtig so. Da sagt die Politik, Frau Barley, ja, das sei alles Unsinn. Wo ist noch mal das Sturmgeschütz der sozialen Marktwirtschaft? Der Bundeswirtschaftsminister? Nicht da. In der Debatte war er auch nicht da. Ja, kein Ordnungspolitiker. Wo ist er? Da ist er, Altmaier. Entschuldigung. Normalerweise unübersehbar. Ich nehme das zurück, beziehe mich nur darauf, in der Debatte nicht sichtbar. Ja, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, warum gibt es überhaupt wissenschaftliche Beiräte, wenn man ihr Urteil nicht ernst nimmt und die Regierung es sowieso besser weiß? Erster Einsparbeitrag, abschaffen. Nur,
Es wird belegt, Mietpreisbremse funktioniert nicht. Antwort: Wir brauchen sogar einen Mietenstopp. Dieselfahrverbote beschäftigt die Menschen nicht nur in Hessen, auch darüber hinaus. Seit Monaten passiert nichts. Da sitzen Sie einträchtig nebeneinander, Verkehrs- und Umweltministerin. Frau Schulze, leisten Sie doch mal einen Beitrag dazu, das Problem zu lösen. Ich lese von Ihnen immer, Sie wollen die Industrie verpflichten für Hardware-Nachrüstungen. Bei den Pflichtnachrüstungen, wo manipuliert worden ist, ja. Aber bei den Euro-5-Fahrzeugen, die auch von SPD-Verkehrsministern legal in den Betrieb gebracht worden sind, da geht das so einfach nicht. Also bringen Sie eine andere Lösung. Bitte für das Problem, denn die Menschen fühlen sich enteignet durch diese Art von Politik, die Sie machen. CDU, kann ich auch nicht ausnehmen. CDU, jetzt kommt im Sommer eine Debatte über das Pflichtjahr. Offensichtlich auch, kommt ja aus dem Grundsatzprozess der Union, offensichtlich auch ein untauglicher Versuch, auf das politische Klima Einfluss zu nehmen. Als ob es so einfach möglich wäre, bei einer jüngeren Generation ein ganzes Lebensjahr zu verstaatlichen. Als ob das überhaupt mit unserer Verfassung vereinbar wäre. Als ob das überhaupt mit der Regierung abgestimmt gewesen wäre. Dann haben wir die Kreuze an Behördenwänden in Bayern. Den Renditestopp von Jens Spahn bei auch mittelständischen Gesundheitsbetrieben. Ich habe mal gedacht, ist ja bekannt, dass ich ihn schätze, er wolle die Nachfolge von Friedrich Merz anstreben. Und jetzt im Amt erfahren wir, es ist die Nachfolge von Norbert Blüm, in die er sich begeben will. Also, worauf ich hinaus will. Und das Schlimme ist, in der CDU wird ihm das noch nicht mal schaden. Das Schlimme ist, in der CDU wird ihm das noch nicht mal schaden. Meine Damen und Herren, worauf ich zu sprechen kommen will, ist Folgendes. Da ist eine Herausforderung Populismus. Wir werden aber dieser Herausforderung nicht begegnen, wenn die Parteien sich jeweils in ihren politischen Positionen radikalisieren wie Mietenstopp oder zurückgehen in eine Vergangenheit wie Pflichtjahr. Die Menschen, Herr Scholz, lassen sich auch mit Sozialleistungen nicht kaufen. Die Menschen wollen von der Regierung nicht ein Taschengeld. Die Menschen erwarten von der Regierung einen Plan, wie es in Deutschland weitergeht und wie die Probleme dieses Landes gelöst werden. Und das genau bleiben Sie schuldig. Die Mitte der Gesellschaft will einen Staat also, der die Probleme löst. Die Mitte der Gesellschaft will einen Staat, der sie im Alltag in Ruhe lässt und nicht bremst, wenn sie ihr Leben führen wollen, der sie aber eben nicht im Stich lässt, nicht bei den großen Lebensrisiken und in keiner Ecke, an keiner Stelle in unserem Land, zu keiner Zeit. Und genau diesem Anspruch der Menschen wird diese Regierung nicht gerecht. Ich komme zum Schluss, Frau Merkel, und ich unterstreiche, was Sie zur Bedeutung Europas gesagt haben. Und Sie haben selbst in Ihrem Sommerinterview auch zum Ausdruck gebracht, dass Sie dereinst, insbesondere wegen Ihrer Europapolitik, dass Sie Ihre Kanzlerschaft mit Ihrer Europapolitik verbunden sehen wollen. Da ist aber jetzt dann noch einiges zu tun, damit das eine gute Bilanz ist. Denn Stand jetzt ist Europa gespalten. In Ost und West, in der Migrationsfrage, in Nord und Süd, in der Wirtschafts- und Währungsfrage. Und auf Deutschland wird es ankommen, diese Spaltung zu überwinden, aus der Mitte heraus zu führen, sich zu europäischen Werten zu bekennen, vielleicht auch eigene Positionen in der Migration zu räumen und an anderer Stelle auch Flexibilität zu zeigen, wenn es darum geht, unter Wahrung der finanzpolitischen Eigenverantwortung den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess woanders anzuschieben. Heute am Tag besteht die Gelegenheit dazu, den Worten Taten folgen zu lassen, am heutigen Tag in Brüssel und darüber hinaus bei der Aufstellung auch Ihrer Partei in Europa. Im April hat die CSU Viktor Orbán noch zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Ein Wahlerfolg, der sich auch gründet auf eine offen antisemitische Kampagne. Heute sagt Herr Orbán, der Italiener Salvini sei sein Held. Zeig mir deine Freunde, ich sag dir, wer du bist. Macron hat recht, man kann nicht gleichzeitig für Merkel und für Orbán sein. Und deshalb wäre der wichtigste Schritt, damit wir europäische Liberalität erhalten, dass endlich die CDU-CSU einen klaren Trennstrich gegenüber Viktor Orbán und seiner antiliberalen Demokratie zieht. Vielen Dank. Die nächste Rednerin.
ist die Kollegin Andrea Nahles von der SPD-Fraktion.